Heute ist der 22.02.2022 und es ist 22.22 .22 Uhr. Heute ja, ein besonderes Video zu diesem energetischen Tag heute. Es gibt die letzten Monate schon ganz, ganz viele Energie-Updates, die auf die Erde kommen. Es gibt Wissenschaftler, die sehen, dass es ständig Sonnenflares gibt, dass die Sonne uns ja, gewisse Frequenzen hier runter schickt und dass anscheinend auch was mit unserem Körper geschieht. Es sind spannende Zeiten, in denen wir gerade drin sind. Das soll heute ein Podcast werden und den Rest gibt es dann auf der Podcast-Seite. Ich werde heute nicht das ganze Video hochladen, den Link findest du unten. Wir Menschen sind ziemlich mächtig und verstehen, ich glaube, ich verstehe es auch selbst nicht, das Ausmaß, das in uns drin ist, was für Auswirkungen wir haben, unsere Energie, wie wir denken, wie wir fühlen, was wir erwarten. Das alles, es schafft ständig unsere Realität mit, ob wir wollen oder nicht. Die Energie lügt nicht und wir versuchen oft im Alltag, wenn es uns schlecht geht, dass wir uns verbiegen. Zum Beispiel, wenn ich jemanden nicht mag, dann tue ich so freundlich vor ihm und hinter seinem Rücken. Näh. Aber die Energie lügt nicht. Ich werde, wenn ich über jemanden schlecht denke oder rede ständig, immer mit diesem Menschen, mit dieser negativen Energie verbunden sein. Und daran dürfen wir arbeiten. Wir alle wollen ein erfülltes Leben haben, ein glückliches Leben haben, auf verschiedenen Ebenen oder auf allen Ebenen, je nachdem, was dein Wunsch ist. Und das können wir auf leichte und einfache Weise erreichen, wenn wir an unseren Themen arbeiten, wenn wir an unseren Traumata arbeiten, wenn wir an unserer Energie vor allen Dingen arbeiten, indem ich authentisch und ehrlich bin mit der Energie. Wie gesagt, Energie lässt sich nicht verarschen. Ich kann nicht so tun, als wäre ich jetzt hier so perfekt und es ist alles gut. Und sobald ich die Kamera wegmache, rege ich mich über den, keine Ahnung, über Gott und die Welt auf. Dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass es nicht funktioniert. Viele regen sich darüber auf, das Secret funktioniert nicht, das Gesetz der Anziehung ist, wie heißt es, ketzerisch, weil nur Gott macht alles. Ja, aber Gott hat ein Teil von sich in uns eingehaucht. Das heißt, auch wir sind mächtig, auch wir haben Gaben mitbekommen, die wir hier einsetzen können, wenn wir wollen, auf dieser Erde. Und wenn ich die ganze Zeit auf das Negative fokussiert bin, mich über die Politiker aufrege, über die aktuelle Situation aufrege, das sage ich jetzt und ich mache es ja selber immer mal wieder und fall rein, wir sind Menschen. Wir sind Menschen. Es ist menschlich, dass wir negative Gefühle haben. Es ist menschlich, dass wir urteilen, dass wir uns schlecht fühlen. Aber jetzt können wir daran arbeiten, wie wir uns immer wieder da rausholen und nicht da unten drin stecken bleiben in den niederen Emotionen. Ich werde euch mal die Tabelle einblenden von David Hawkins. Unten ist Schuld und Scham. Viele von uns stecken immer noch in der Schuld, dass wir den anderen die Schuld geben, dass wir uns darüber aufregen, was gerade da ist. Die Sache ist die, es kommen gerade ganz viele Energieupdates zu uns. Und wir können sie nur empfangen, wenn wir auch frei sind. Beziehungsweise wir empfangen sie sowieso. Wir können sie aber nur integrieren, wenn wir frei sind. Wann sind wir frei? Wenn wir schauen, dass wir daran arbeiten, die Urteile immer wieder wegzulassen. Wir können über eine Sache reden, wir können uns darüber aufregen, aber nicht ständig in diesem Schuldbereich uns aufhalten, sondern immer wieder auch da rauskommen und in die Dankbarkeit, in Frieden reinkommen. Wir gehören zu den wenigsten Menschen auf dieser Erde, denen es gut geht. Ich habe warmes Wasser, ich habe Essen, ich habe Trinken, ich habe ein Bett, ich habe eine warme Decke, ich habe ein Kissen. Es hat nicht jeder auf dieser Welt und das vergessen wir oft. Dass es uns wirklich gut geht, dass wir hier oft im Luxus sind. Jetzt kommt schon viele mit dem Ego und sagen, nein, aber du siehst nicht, da kommt jetzt dieser Zwang, da kommt, ja, ich sehe das. Ich sehe, dass da gerade einiges abgeht, aber auch das hat einen größeren Hintergrund, um uns zum Erwachen zu bringen. Und hier sind wieder ganz viele Lager, ganz viele gespalten. Das ist diese New World Order und wir werden alle. Wir entscheiden, wohin wir mit unserer Energie gehen. Und lieber bin ich eine glückliche, entspannte, zufriedene Person, die das Beste aus ihrem Leben macht, egal was jetzt gerade da draußen passiert, als wenn ich sehr verbittert bin, unglücklich und unzufrieden und dagegen kämpfe. Weil gegen viele Dinge können wir aktuell nichts tun, außer in unserem Inneren arbeiten. Es ist Zeit, dass wir ein neues Paradigma erschaffen. Ey, dazu gibt es ein tolles Buch, das werde ich euch auch nochmal einblenden und dann geht es gleich in den Podcast über, wer weiterhören möchte. Und zwar ein neues Paradigma erschaffen, indem wir die Verantwortung übernehmen für unser Handeln, für unsere Gedanken, für unsere Gefühle und nicht mehr uns darüber aufregen, dass ich mich wegen dem oder der schlecht fühle, weil sie mir das und jenes angetan hat. Das ist auch nochmal ein großes Thema, wo ich auch lange zu kämpfen hatte, weil ich gedacht habe, nein, wenn mich jetzt betrogen werde zum Beispiel, soll ich mich denn da noch gut fühlen? Ich muss mich doch aufregen. Ja, arbeite an deinen Themen. Ja, arbeite an den negativen Gefühlen. Aber du
kannst dafür sorgen, anders darüber zu urteilen, über die Situation, in der du drin bist, ob du gerade betrogen wirst, ob die Politik dich gerade betrügt. Wie urteile ich über diese Situation? So wie ich gerade urteile, so wie ich gerade darüber nachdenke, so ziehe ich auch mehr Situationen passend dazu an. Beobachtet es im Alltag. Umso mehr ich mich darüber aufrege, über die Situation und mich, ja, aufrege, Punkt, dann ziehe ich auch Menschen an, die sich über mich aufregen und mich verurteilen und ich dann Strafe zahlen muss, weil ich irgendeine Maske nicht auf der Nase habe oder sonst was. Und sobald ich neutraler mit der Sache bin und mich sogar auf Dinge konzentriere, die ich mag, dann merken es die Leute noch nicht mal, wenn ich die Maske unter der Nase habe. Das heißt, wir können anfangen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, die Energie in die gewünschte Richtung zu lenken, die ich haben möchte. Und wenn ich das sage, bedeutet es nicht, dass ich schon perfekt 100% im Griff habe. Ich rutsche immer wieder mal ab. Und ich denke, das Geheimnis ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir menschlich sind, dass wir auch Fehler machen dürfen, dass das erlaubt ist, dass nichts falsch ist. Wenn der an das glaubt, dann darf er das glauben. Wenn die an das glauben, dann dürfen die das glauben. Und dass wir jetzt gerade kollektiv in einem Thema sind, wo es echt kurz vorm Explodieren ist, weil manche uns versuchen zu zwingen, an ihre Sache zu glauben und auch gewisse Dinge zu tun, dass wir uns klar machen, dass das kollektiv gerade für uns alle etwas ist, damit wir bewusstseinsmäßig größer werden. So, das hört sich jetzt vielleicht auch wieder so weit hergeholt an. Aus meinem Leben, wenn ich in einem Problem bin, das mir sehr wehtut oder wo ich sehe, das geht jetzt gerade nicht weiter, was ich dann oft mache, ist mir vorzustellen, dass ich gerade in diesem Körper geparkt bin als Seele für ein paar Jahre und ich gehe ja dann weiter. Ich mache gerade hier nur eine Erfahrung, ich gehe dann weiter. Dann tut es oft gar nicht so weh. Klar sind immer noch Ängste wegen Familie, wegen Kinder, wegen Zukunft, wegen Geld. Aber dann sehe ich, ey, sag mal, das ist ja nicht für immer. Das ist jetzt gerade alles. Es ist nicht für immer. Es ist gerade eine Erfahrung, es ist gerade ein Abenteuer, es ist gerade, ich weiß nicht, was wir hier auf der Erde machen. Wie oft lese ich darüber und sehe darüber, dass das alles Illusion ist, weil wir es ja über unsere Augen bekommen. Unsere Augen zeigen nicht die Wahrheit, dass wir hier in einem Experiment sind, dass wir menschlich einfach irgendeine Erfahrung machen wollen in diesem Körper, mit unserer Seele. Und wenn ich mir das schon bewusst mache, macht es schon alles ein wenig leichter, weil oft halten wir so an den Sachen fest und haben so große Angst und verbeißen uns an Sachen, und merken dann oft erst nach ein paar Monaten oder Wochen, okay, so schlimm war es ja dann doch nicht. Oder in ein paar Jahren. Spätestens im Sterbebett werden wir merken, hätte ich nur das Beste aus meinem Leben gemacht. Jetzt habe ich mir Sorgen gemacht, habe Angst gehabt. Und überlegt mal, es gibt Omas, ich habe auch hier eine Nachbarin, die schon über 90 ist, die haben so schlimme Sachen erlebt in ihrem Leben. So schlimme Sachen und die sind viel besser drauf als wir, die ständig Essen haben, die ständig eine warme Heizung haben und die nicht im Krieg leben. Und die haben den Krieg überlebt, die haben Hunger überlebt, die haben Kälte überlebt. Und die haben eine ganz andere Lebenseinstellung, weil sie positiver zum Leben schauen. Sie nehmen es einfach anders wahr. Und da sind viele von uns leider verweichlicht, weil wir immer alles in den Arsch geschoben haben. Okay, das hört sich jetzt wieder, ich gehe jetzt wieder in eine Richtung, die triggert und die vielleicht auch manchmal wehtun kann, weil nicht jeder kriegt alles in den Arsch geschoben. Ja, also viele müssen sehr viel dafür tun. Und trotzdem können wir dankbar sein für das, was wir haben. Wie können wir jetzt anfangen, unsere Energie gezielt in die Richtung zu lenken, die wir wollen? Die Energie, die ich gegenüber anderen ausstrahle. Die Energie, die meinem Ziel angepasst ist. Also ich entscheide, bin ich in der Energie von Liebe, von Erfolg, von vielleicht athletisch fit sein, von erfüllt sein, von friedlich sein, ob ich mit ihr verbunden bin. Oder bin ich in der Energie von Widerstand, von Angst, von Sorgen? Sobald ich in meiner erwünschten Energie eintauche, erhöht sich meine Energie und ich erzeuge eine Energiewelle. Das ist wie so ein Boomerang an Energie. Und das geht nicht, indem ich jetzt härter an meinen Zielen arbeite und mich fokussiere verkrampft oder meditiere verkrampft. Das geht anders. Und wenn du wissen willst, wie das geht, dann klick unten auf den Podcast. Da werde ich jetzt tiefer nochmal auf das Thema eingehen. Und für alle anderen wünsche ich jetzt, die nicht weiter zuhören wollen, einen wunderschönen Tag und bis bald zu einem der nächsten Videos.